Also wie ich auf die Idee gekommen bin, ist ja eigentlich der Weg gewesen, dass ich über meinen Freund inspiriert wurde. Ne? Also es war ganz klassisch, er wollte nie mit mir einkaufen gehen, auch nicht, wenn er Dinge benötigt hat. Dann habe ich angefangen, die Sachen eben nach Hause zu tragen und ich habe dann auch alles wieder zurück ins Geschäft gebracht, was ihm nicht zugesagt hat. Und habe mich dann mit Freunden unterhalten und auch mit Arbeitskollegen und habe einfach festgestellt, okay, da gibt es noch ein paar andere Männer, wo es einfach dieser Fall ist, dass eben nicht gerne shoppen gegangen wird, aber im Endeffekt möchte man gut aussehen. Wir befinden uns hier gerade in dem Raum, wo die Beratung stattfindet. Das heißt, hier sitzen die Modeexperten und halten die Gespräche. Wir haben im Moment 20.000 Kunden circa, die wir betreuen. Und ja, so ungefähr alle 3 bis 4 Monate kommen die ganzen Bestandskunden wieder, die eben ein erneutes Paket sich wünschen, weil die Saison gerade neu startet oder es einfach wieder mal der Bedarf besteht. Ja, hier sind wir in den Regalen. Das heißt, hier haben wir all unsere Sachen wunderbar schön zusammengefaltet und sind packbereit für den Kunden. Das heißt, wenn die Modeexpertin den Kunden beraten hat am Telefon und überlegt, was sie für ihn zusammenstellt, wandert sie hier eben durch diese Regale. Und eben was eben das Besondere ist, dass wir eben mit einem Lager selbst arbeiten, im Unterschied zu den Wettbewerbern oder anderen Curated Shopping Anbietern. Und da profitiert auch der Kunde davon, weil wie man eben sieht, diese Farben, die sind ja schon sehr speziell, die müssen richtig gut kombiniert werden und es ist schon sehr entscheidend, dass wir die Sachen hier vor Ort haben. Das heißt, die Qualität ist auch wirklich eine bessere, wie wenn ich an einem Bildschirm Outfits irgendwie zusammenstelle. Generell nehme ich meine Inspiration schon allein durch meine modeinteressierte Affinität. Also ich bin ja generell sehr modeinteressiert. Das heißt, ich belese mich oder gucke auf Blogs, was ist gerade so Trend. Oder ich gehe eben auch viel einfach raus und gucke auf der Straße, was sehe ich, wie sehen die Männer aus heutzutage, wie sind sie gekleidet. Unsere Zielgruppe ist eigentlich von jung bis alt. Und es können sowohl Studenten sein als Jungunternehmer oder Unternehmensberater oder eben auch Kunden, die gerade in Rente gegangen sind. Also da ist alles dabei. Natürlich sind wir jetzt nicht dieses Unternehmen, das einfach eine sehr trendbewusste oder sehr trendfixierte Kundschaft bedienen kann oder kann schon, aber diese suchen sich halt dann tatsächlich selbst einfach aus, was sie wollen. Die haben sehr spezielle Vorstellungen und da wird es dann halt auch schwierig, jeden Geschmack so zu treffen und das Teil rauszufinden, was eben der Kunde sucht. Wie man im Hintergrund gerade hört, hier werden dann die ganzen Sachen in die Kiste eingepackt und damit auch wirklich alles irgendwie im Warenkorb landet und auf dem Lieferschein am Ende steht, haben wir da so ein wunderbares Signal eingebaut, damit auch eben wirklich man registriert, dass der Artikel auch dann dabei ist. Also meine Firma Modomoto hat da echte Pionierarbeit geleistet. Wir sind damals im Dezember 2011 an den Start gegangen und haben dieses Thema Curated Shopping in Deutschland richtig gepusht, waren da auch dahingehend die Ersten und haben auch da den Trend nach vorne gebracht. Also ich denke mal, der Markt ist schon groß genug, dass er ein paar Wettbewerber verträgt. Ich denke aber auch, dass wir jetzt schon bereits an einem Punkt sind und Punkt stehen, wo wir schon von gewissen Unterschieden sprechen können. Das heißt, auch über lange Sicht hinweg wird es da sicher auch größere Merkmale auch für Außenstehende zu erkennen geben, dass es da unterschiedliche, ja, Nischenentwicklungen gibt.
Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte, aber im Fokus muss man ganz klar sagen, steht der Kunde. Das heißt, es gibt verschiedene Ideen, wie wir einfach weiterhin irgendwie unseren Service optimieren, sei es in der Beratungsleistung, sei es im Sortiment, dass wir das weiterhin aufstocken werden, weitere Marken hinzunehmen, weiterhin aber auch neue Elemente hinzuführen würden. Wir kommen jetzt auch mit einer App in ihm entgegen, sodass er auch von unterwegs seine Pakete bestellen kann und er kann auch direkten Kontakt darüber zu seiner Mode-Expertin bekommen und dementsprechend auch sozusagen den einen Weg abkürzen.